landen wir irgendwo im Jahr 1880. Bei seinem Großvater. Und zwar gab es in Russland ziemlich lange eine sogenannte Russifizierungspolitik. Also der Zar und sämtliche andere mächtigen Personen und viele Russen hatten ein Problem mit der jüdischen Bevölkerung in Russland, wie gesagt im Jahre 1880 so ungefähr. Und außer Lösungen wie Pogromen oder anderen Ungerechtigkeiten gab es einen gewissen Konstantin Pogorelostsew. Ich hoffe, wir sehen ihn da gleich. Es gibt eine lustige Karikatur von ihm. Da steht er. Er war ein wichtiger Berater des Zaren und hatte, wie gesagt, einen Lösungsvorschlag sich ausgedacht, der mindestens genauso schön war wie Pogrome und andere Ungerechtigkeiten. Ja. Dieser Lösungsvorschlag. Eine Lösung. Und so. Röfchen sagt, sein Vater ist Muslime. In Wahrheit ist der Papa Aschkenasen-Jude und Löwchens Opa kam aus Odessa oder Kiew, dem Sperrgebiet, dem größten Ghetto der Geschichte. In Russland herrscht seit Jahrhunderten der Religionenkrieg. Die Altgläubigen verbrennen sich aus Angst vorm Antichrist. Die Christen entdecken das Alte Testament und halten Judenbräuche ein und werden dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Den Russen wird das zu viel Religion. Sie schaffen Grenzen hin zur polnischen Provinz. Sie schaffen Grenzen hin zum Ansiedlungsrajon. Es nennt sich Sperrgebiet, das ist das Sperrgebiet. Es gibt so viele Lösungen, wie es nur Köpfe gibt. Doch gibt es keine Lösung für das Sperrgebiet. Im Sperrgebiet herrscht Hunger, die Wirtschaft hinkt im Sperrgebiet. Sperrgebiet. Es gibt noch keine Lösung für das Sperrgebiet. Das ist eine Geschichtsstunde. Oh, yeah.